kann mich ehrlich gesagt kaum noch daran erinnern, weil ich dann irgendwann, als ich Curseplay kennengelernt habe, so viel mit Curseplay gezockt habe. Und da war es völlig egal. Das stimmt, irgendwann blendet man das irgendwie aus. Ich habe jetzt vor kurzem erstmal wieder eine Runde LS17 gezockt. Ey, ich musste mich so umdenken. Ja, würde ich gar nicht mehr anmachen. Hätte ich gar keinen Bock mehr drauf. Es ist ja auch immer noch, geht immer noch viel die Meinung um, von wegen, dass LS17 besser sei als LS19 und viele sehr enttäuscht sind und also ich weiß nicht, kann diese Meinung überhaupt nicht teilen, ne? Kann man leicht mit denen nicht Wasser füllen, damit in. Was willst du mit Wasser füllen? Ja, der geht aber nicht. Welcher? Den UCF-Stahltank, den was man da mit reingenommen hat. Da geht kein Wasser rein. Nee. Falsche Trigger? Wo versuchst du denn das? Beim Wasser. Im Wasser graben oder was? Ja. Na gut, vielleicht lässt er sich da nicht triggern. Boah, das hier lasse ich jetzt. Das ist Kacke. Aber jetzt da kein Bock für Wasser sind. Den Rest kann er jetzt hier eigentlich auch noch fahren. Kann ich mich in währenddessen nämlich. Kauf dir doch einen kleinen Hydranten oder sowas. Habe ich auch. Ich habe auch Ich einen. habe ja schon so ein Wasserding. Oder muss man das erst auffüllen? Ich weiß nicht, was du für ein Wasser hast. Also ich habe diesen kleinen platzierbaren Hydranten gesetzt und. Der funktioniert. Ich weiß ja nicht, ob er mit dem Anhänger funktioniert. Das müssen wir noch rausfinden. Also sollten die halt nicht funktionieren, wäre es natürlich mega ätzend. Was ist denn los? Wieso fährt der nicht mehr? Geht bergauf. Packt er nicht. Bleibt da stehen oder was? Ja. Ja, okay. Ich sag ja, weil wenn es eben ist, dann geht's. Aber wenn es weit Gefälle und geschweige denn Steigung, wo? Ist er nicht gezogen? Okay. Hat ein Gewicht vorne dran? Ja. Okay. Versuch mal auf der anderen Seite da drüben, ob die Steigung da ein bisschen weniger ist. Irgendwie parallel zum Berg oder so, dass nicht die Steigung hoch muss. Jetzt bin mal hier dran und daher. So, jetzt hole ich einen Dünger. Na, im Moment kommt er voran. Mineraldünger. Ja, So, aber oh. gleich wieder da. Also der ist teuer, finde ich hier. 1920. Ja, allerdings. Aber nachher, wenn wir die Viecher haben, haben wir ja Mist und Gülle. Genau, dann brauchen wir eh keinen Mineraldünger mehr. Also ich Ja, denke, genau. wenn wir irgendwann mal die 400 Kühe voll haben und vielleicht auch noch die 200 Schweine, sollten wir, glaube ich, genug Mist und Gülle zusammenkriegen. Ja, ich sag mal so, wir haben ja dann Kühe und Schweine, was? Genau.
machen ja beide so. Ja, gesagt, selbst wenn wir die 400 Kühe erstmal voll haben. 400 Kühe sind, glaube ich, schon eine Menge. Kann ich mir zumindest vorstellen. Also, ob man darf jetzt wahrscheinlich nicht den Vergleich ziehen zwischen LS17 und hier. Da waren 400 Kühe nicht wirklich viel. Da haben die nicht so allzu doll was abgeworfen. Aber ich glaube, dass das hier schon mehr ist, weil weil du hier auch, glaube ich, eine Begrenzung hast. Das im LS17 war ja pro Stall keine Begrenzung drin, ne? Das stimmt. Da kommt's oben end. Ja. Da schreit einer Aua. Shit, hat man das gehört? Ja. Jetzt habe ich extra runtergeregelt, ey. Wenn das Kind so rumschreit, dann hört man das. Der ist gestolpert oder sowas. Über so eine Schwelle bei uns. So, zieh mein Freund, zieh! Mit der Belastung ist er wahrscheinlich auch gleich mit seiner Wartung einmal komplett durch. Das wär's noch, wenn das da jetzt eine Mod drin wäre, die bei schwerer Belastung die Wartung dementsprechend anpasst. Das kam mir bei meinem so vor. Aber ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Es kann auch getäuscht haben. Ja, kannst du ganz gut vergleichen eigentlich. Also alle 2,5 Stunden ist ungefähr ein Viertel Wartung. Nach 5 Stunden hast du eigentlich die Hälfte durch. Also 10 Stunden könntest du theoretisch machen. Und dann müsste eigentlich auf Null sein. Also bei mir fehlt jetzt ein Millimeter. Ja, bei mir auch. Ich brauche ein Big Butt. Heftig. Hat er aber auch zu kämpfen mit. Meine Güte. Du wirst lachen, der deutet mit diesem Dünger auch. Das glaube ich. Das sind 30.000 Liter. 31. 31 sogar. Also, ich hab in meinem Testgelände mit dem Holmer Terra Variant. Der hat ja nur schon gut Power. Und dieser Korb ist halt auch, ne, mit 200.000 Liter ausgelegt. Wahrscheinlich nicht dafür gedacht, dass man mit realistischen Füllgewichten spielt. Das glaube Aber ich schon. der stellt sich schon ganz schön heftigst an bei 60.000 Liter Füllvolumen. Da hat er nicht mehr so wirklich Bock. Gottes Willen. Ich hab eine Idee. Ja,
gefühlt geht es irgendwie trotzdem nicht schneller hier irgendwie. Obwohl das so ein Riesenflug ist, dafür sind wir jetzt nicht wirklich viel langsamer unterwegs. Aber gefühlt ist es irgendwie nicht schneller. Anton, was ist bei dir los? Läuft bei dir? Du bist so ruhig. So wie ich will. Was läuft denn nicht? Das mit Wasser stört mich ein bisschen, aber jetzt. Ja, das würde ich jetzt auch eigentlich gerne gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ach Mensch, pünktlich zum Zocken ist die Fliege wieder da. Komm her, du Mistvieh. Jetzt ist er wieder außerhalb meiner Reichweite. Weißt du, was Kacke ist? Solange keine Tiere drin sind, kann. Kannst du es auch nicht auffüllen. Das Kannst ist. es aber wieder rauskippen, glaube ich, das Wasser. Also diese Restentleerung, wie es im 17er auch schon ging. Das sollte, glaube ich, genauso funktionieren. Aber ist die GAI, oder? Wie die Tastensteuerung dafür ist, weiß ich nicht. Da müsstest du wahrscheinlich mal eben nachschauen. Tastenbelegung merke ich mir generell nie. Ich merke mir eigentlich nur das, was ich für meinen Lenkrad und Konsolen benutze. Kippt er das nicht einfach nur in die Gegend dann? Bitte? Der kippt es doch dann einfach nur aus, oder? Der macht das dann einfach leer. Ist dann weg, das Wasser. Geht bei denen nicht. Das ist Kacke. Hier ist ein Specht in den Bäumen. Die Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Das ist doch schon wieder alles komisch. Ja, das kommt, wenn man halt nicht alle Mods vorher testet, ne? Das hat ja dann eh keinen Sinn. Wir werden das gleich mal ausprobieren, wenn du mit dem Flüssigdünger durch bist. Ob der Wasser aufnimmt an dem Trigger. Wobei bei uns der große Auflieger eh nicht jetzt unbedingt für Wasser ist. Kommst du wahrscheinlich eh nicht mit durch bei den Stellen. Der wäre jetzt eigentlich echt für die anderen Sachen. Für Milch und so ein Kram wegfahren und Gülle eventuell. Ja, dann kannst du wenigstens lernen. Das ist schon kacke. Also kaufe ich jetzt. Aber aufgenommen hat das jetzt wenigstens schon. Ja. Woran hast du das jetzt voll gemacht? An dem roten Hydranten oder was hast du dir geholt gehabt? Ja. Okay. Na gut, aber dann funktioniert der ja soweit schon mal. Dann brauche ich ja nicht probieren, ob er Wasser aufnimmt oder nicht. Und dann wird das halt, wenn man Tiere hat, auch da auskippen, wenn Tiere vorhanden sind. Ist halt nur die Frage, was hast, ob du jetzt das hier auskippen oder Restentleerung gedrückt hast. Das zeigt er nicht mal an. Das kannst du aber. Warte mal, Restentleerung. Auf Boden abkippen ist Steuerung links I. Das ist nämlich das Falsche. So. Links I, oder? Rasterplatzierung. Gibt es das überhaupt noch? Display schon. Ja, Objekte anbringen, ich weiß schon. Abschleppkette. Rein. Ist keine Restentleerung mehr.